Willkommen zurück, ihr lieben Portal-Homies. Wir sind wieder bei LEGO Dimensions, wie ihr sehen könnt. Part 39 nach dem Bonus-Level. Und wie wir es schon ein paar Mal gesagt haben, wollen wir den Kubus in einen anderen Kubus verwandeln. Und zwar gehen wir dafür in die Bauanleitung, wählen den Begleiterkubus aus. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe mich verklickt. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, unser erstes Ding, was wir kaufen, ne? Mhm. Laser umlenken. Das ist nämlich die einzige Fähigkeit, die uns noch fehlt, um alles 100% zu kriegen. Das ging sehr schnell. Fix. Ja gut. Wir machen einen. Ja, jetzt ist der Begleiterkubus aufgebaut. Und wir können den einen Schleuderangriff geben. Eine Lackierung und Auswahl. Bei dem ganzen Geld können wir uns das, denke ich mal, leisten, oder? Ja. Nur zu. Lackierung 2 ändert das Aussehen in ein grünes Teil. Sieht aus wie so ein grüner Schleimball. Ja, ne? Mhm. Und das zweite ist ihm. Oh! Nice. Das sieht cool aus. Oh. Ja, geil, ne? So, muss sein. Mhm. Einverstanden. Drehangriff geben wir ihm. Geschwindigkeitsbonus und Gesundheitsbonus. Drehfarbenauswahl. Was für eine Drehfarbe soll er denn haben? Wahrscheinlich bei dieser Drehattacke dann. Mhm. Gehen wir mal dunkellila. Ah, das passt. Mehr Herzen in Fahrzeugen. So. Ich das grün machen? Nee, das geht nicht. Das schade eigentlich, das wäre cool. Ja, ist zu viel Programmierung. Ja. Alles klar. Oh nee. Ist mir was abgefallen. Hinterher sieht man das noch im Gameplay. Das glaube ich nicht. So. Weil wir müssen ihn ja jetzt speichern. So wie wir ihn verändert haben. Sehr schön. Alles klar. Er speichert bei uns auch. Mhm. Das ist das für ein Austausch. Genau meine Farbe. So, auf so einen Spruch habe ich gewartet. Jetzt setzen wir den Gamer aufs Portal. Und nichts passiert. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wow. Was auch immer. Keine Ahnung, was passiert ist, aber kein Ding. Um den G6155 Spy Hunter und den Accard-Automaten des Gamers freizuschalten, musst du zuerst das Level Retro-Rauterei durchspielen, jetzt dorthin reisen. Deshalb sind wir hier. Ah. Wirklich zu diesem Level reisen. Aktueller Fortschritt wird nicht gespeichert. Schwarzer Bildschirm. Bunter Bildschirm. Und pinker Ball. Mhm. Würfel.
Wir sind in der Welt von Ralf Reichts angelangt. Oh, wie geil ist das denn? Und da steht ein Zauberer. Das ist, denke ich mal, eine Anspielung auf The Legend of Zelda. Wo du am Anfang zwischen einem Schwert und nichts weiterem wählen darfst. Sei gegrüßt, Sterblicher. Es wurde mir weisgesagt, das Erscheinen eines Gamers aus alten Legenden nach den Anarchisten... Anarchischen Aufstand der Arcade. Aufstand der Arcade. Das Wort war schwer. Wie du siehst, haben böse Mächte von dem Helden einst beliebter Videospiele Besitz ergriffen. Und du musst dabei helfen, sie zu befreien. Vertreibe den Schleier, der sie umgibt, und besiege dann ihre Spiele, damit sie wieder in knisternde Schlummer fallen können. Hey, lach nicht. Geh nun und folge deiner Bestimmung. Alles klar, Opa. Was? Also, da kann Batman nicht mithalten. Nee. Nee, ist ein cooler Kit. Ich weiß, warum der sowas zum Schluss rausgekommen ist. Mhm. Wir müssen noch... Guck mal, sogar die Anzeige ist nicht rund. Noch die Zwergenbeute aktivieren. Und sammeln fröhlich Kohle, Kohle. Und zerstören hier die... Was ist das? Ich wurde angegriffen. Oh, guck mal meine Herzen an. Das ist ja alles voll gegen mich. Ja, das hast du verdient. Das muss ich später genauer analysieren. Ja, werde ich machen. Power! Sehr schön. Hey, ich habe ein paar Informationen gefunden, die vielleicht helfen könnten. Du kannst mir einfach später danken. Der Erfolg freigeschaltet hat mehrere T-Shirts und Powerdrinks, die ihm temporäre Superkräfte verleihen. Siehst du? Gamer haben verschiedene Shirts. Drücke B, um zwischen ihnen zu wählen, und halte B dann gedrückt, um die Superkraft zu aktivieren. So, was habe ich denn für T-Shirts dabei? Explodierst du jetzt gleich, oder was? Weiß ich nicht. Ich bin voller Adrenalin! Oh. So, bestimmt. Ach, jetzt habe ich das Unsichtbarkeits-T-Shirt an. Mit einem süßen Geist drauf. Okay. Und trinke Invisible Bull. Hey! Das war wohl nicht das Richtige. Um diese Aufgabe zu lösen, muss ich ein anderes Shirt nehmen. Was habe ich denn jetzt? Unbesiegbarkeit. Ja, das klingt doch gut. Das klingt so, als könnte es funktionieren. Oh, wie cool. Super Mario. Zehn. Gut, dass du unverwundbar warst. Los geht's. Und jetzt bauen wir im Takt einer Disco-Kugel das Auto auf. Wir sehen uns dann gleich wieder. Die Musik ist gut. Mhm. Auf dem Chip speichern. Nach 3 Jahren und noch einem Ring können wir weiterspielen. Sehr schön. Mit dem Disco. Der Disco Gamer. So, der Würfel wechselt sich mit dem Auto aus. Oh! Ich hab Geld gefunden. Ach, das ist die Hupe. Ja. Ich war grad irritiert. Ich schaue gegen die Teller und da kommt so ein komisch. Lol. Coole Hupe. Oh,
Und hier, den Burger hast du stehen gelassen. Ja, das ging nicht. Ich mach den Ofen an. Ich dachte, jetzt brauche ich Kitty. Ach, dann bauen wir jetzt direkt auch. Oh. Ja, ganz offensichtlich. Die Kartmaschine auf. Mhm. Ach, ich glaube, das Werkzeug für diese Aufgabe ist in meinem anderen Anzug. Ganz genau. Die Kartmaschine. Defender. Ja, erinnere mich an R-Typ. Hm. Kennst du? Ja, sag mir was. Dann bauen wir mal auf. So, dann haben wir jetzt endlich die Kartmaschine, die uns schon irgendwie seit dem ersten Level verfolgt. Ja, die ist ja wirklich überall aufgetaucht. In jedem Level vielleicht einmal. Ja, das kommt schon hin. Das war wahrscheinlich so ein Highlight, das extra bis zum Schluss. Ja, natürlich. Jetzt aufbewahrt wurde. So, was haben wir hier? Den Arcade-Automaten, den 8-Bit-Shooter und der Pixelator. Auf jeden Fall die Geschwindigkeit erhöhen. Ha! Hüpft uns das Teil dann hinterher. Ist ja cool. Waffen. Minen. Explodieren ist immer gut. Aber Minen brauchen wir nicht. Extras. Hier kann ich die Blitze einfärben. Feinde lassen Herzen fallen. Und... Ja, deine Karre. No. Teilen wir mal an unsere Bild. Zeit, meine Karre aufzumotzen. Teilen wir mal an unsere Bild. Zeit, meine Karre aufzumotzen. Ja, nee, ich muss sagen, da finde ich das Grüne schon besser. Was ändert sich hier? Die Spurfarbe. Nehmen wir natürlich Grün. Auspufffarben. Der hat's mit seiner Karre. Ja, ne? So. So finde ich den okay. Nehmen wir so. Ja. Sehr schön. Alter. Ich bin ein Gamer. Das ist irgendwie schon cool. Nein. Spielen bringt dich um. Aber wie du weggesprungen bist. Wow. Ja. So, hier muss ich jetzt B drücken, ja, ne? Ja, sieht so aus. Macht die Maschine. Für Situationen wie diese habe ich das passende Werkzeug. Ach, hier können wir jetzt Spy Hunter spielen. Dann spielen wir Spy Hunter. Spionenjäger. Hm. Ziel dieser Arcade-Station: Verdiene 8000 Punkte, um die Bronzemedaille zu gewinnen und das Spiel zu schlagen. Unsere Steuerung ist Bewegen mit dem Analogstick. Gang hoch und Gang runter. Ah, ist ein Autospiel. Mit den rechten Analogstick. FX. Maschinengewehr hast du auf A. Öffnen. Ölfilm. Ölfilm. Hast du auf B und den Nebelwand hast du auf Waffentransporter und Gaspedal. Oh, alles Gott. Klar. Dies ist ein Spiel für einen Spieler. Gut, hau rein. Schade, ich gerade einen Schluck trinken. Ja, du hättest das gern gesehen, ne? Ja, ich möchte dich Autofahren sehen. Nee, ich komme schon mit der Steuerung nicht klar. Ich kann mir das schon nicht merken. Was ist das? Insert Coin. ...1983.
Ist es echt oder nur so Insert Coin? Ja, wie setze ich denn eine Münze ein? Introducing Bulletproof. Bin ich das? Nein, das ist eine Erklärung. Ah, to start. Ah, ich kann jetzt irgendwas machen. Ich weiß nicht, was ich... Okay. Ist das süß. No points. Was? Was ist denn da passiert? Ah! Wie konnte ich was anderes... Warte, wie konnte ich meine Waffe wechseln? Egal. Oh mein Gott. 8000 Punkte für Bronze, Jungs. Ah, mein Gott. Da war eine Pfütze. So. Du kannst ja was zum Gameplay erzählen. Das ist jetzt unser Letztest für Spy Hunter. Also... Ich muss ja sagen, ich verstehe erstmal den Sinn des Spiels jetzt spontan nicht. Außer, dass man fährt und versucht zu überleben. Musst du das sagen? RB. Du hast ja noch einen Ersatzwagen. Ich drücke RB. Muss ich gedrückt halten? Nein. Oh. Oh. Das war ein Vollkontakt. Gut, dass du noch einen Ersatzwagen hast. Ja, ich glaube, dass meine Zeit abgelaufen ist. Ah. Aber ich drücke RB. Hallo. Rechter Button, ja. Ach. Ah, das schaffst du. Ja, aber nur Bronze. Glückwunsch, du hast die Bronzemedaille gewonnen. Dieses Spiel weiterspielen. Der Arcade-Halle weiter. Ja, ich bleib erstmal bei Bronze. Können wir immer noch. Das wird bestimmt irgendeine Spezialfolge oder so. Mhm. Muss ich jetzt auf Beenden drücken oder lädt der? Ne, der lädt. Ja, beste Opa schon wieder. Ich hab damit den Aufzug geöffnet. Das ist ja eine Adventure-Spielhalle hier. Mhm. Schon gewusst, Spy Hunter kam zuerst 1983 heraus. Man sagt, dass Spy Hunter ursprünglich auf einer beliebten Filmreihe über Geheimagenten basieren sollte, die Lizenz jedoch nicht erworben werden konnte. Okay, da explodiert er erstmal vor Freude. Freude. Was? Was hast du getan? Ich bin in einen Raum gelaufen. Warum tust du sowas? Das mache ich doch sonst immer. Ja. Keine Angst! Der Mann aus Stahl ist hier! Er hat auf Batman geschossen. Ah, ist das episch. Ah, ist der Charakter episch. Ich kann hier runter, ohne Treppen zu benutzen. Ja, das geht da nicht. Doch, natürlich. Guck mal, jetzt ist hier ein bösen Gandalf aktiviert. Böse. So macht man das. Aber ich würde gerne nochmal in den Land kommen. Was ist hier? Passiert überall was? So. Hallo? Ich erkenne da nichts. Ich bin mal so frei. Ach, das ist nicht. Ja. Wie gemein. Wartet hier, ich bin gleich wieder da.
Ach, hier brauchen wir ein Auto. Ja, ein Auto. Ich bin so Bitte cool, schön. Ich gehe übers Gelände. Mist. Ein Auto für dich. So für mich. Frisch gedruckt. Gedruckt. Dann bin ich mal so frei. Ja. Geil. Ich bin währenddessen in Zeitlupe auf dem Ding gelandet. Und das Auto ist einfach umgekippt. Jetzt baut sich wieder. Ah, jetzt baut sich die nächste Station auf. Okay. Verbauen wir hier wahrscheinlich viele Stationen auf. Mhm. Tja, ich muss dich jetzt leider nochmal quälen. Warum? Er hat sein Versprechen gehalten. Ja, wenigstens rettet er gerne Menschen. Menschen, eine Katze auf einem Baum. Darüber habe ich jetzt gar nicht nachgedacht. So. Siehst du, einfach Scheiße labern. Ich merk schon. So. Meine Güte. Zeit für einen super Abgang. Ja, ich baue schon. Tonnen baust du. Tonnen an Müll baust du. Ja, so sieht's aus. Was? Wunderschön. Du musst dich auch immer irgendwie ins Bild drängen, ne? Herrlich. Was, wo ist das denn hier? Ich baue schon. Okay. Oder auch nicht. Das Auto, ne? Ach, ein Boxenstopp. Ich bin bereit. Darauf erstmal eine Kohle. Okay. Da hinten sind ganz viele. Boah, boah, boah. Hast du das gesehen? Ja. Ach Gott. Ich will wieder aufs Gelände. So, heute spielen wir Defender. Mhm. Laden. Ziel dieser Arcade-Station. Verdient 2000 Punkte, um die Bronzemedaille zu gewinnen und das Spiel zu schlagen. Bewegen, wenden, bewegen, Feuer. Hyperspace. Das können anscheinend zwei spielen. Okay. Williams Electronic Inns Presents Defender, Copyright 1980. Auch mal. Macht nix. Was? Du darfst das Spiel wieder kommentieren. Also, ich finde ja auf jeden Fall schon mal diesen Laser wunderschön. Muss ich ja mal sagen. Und wie die Gegner in ihre Pixel zerfallen, finde ich auch ziemlich stylisch. Sieht schon schön aus. Die Soundeffekte sind natürlich der Hammer. Oh, ich habe Menschen getötet. Hm, böse. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ich weiß nicht, was X macht. Nö, das will ich weiterspielen.
Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber wir haben es geschafft. Ja, ich töte ja. Schiffe. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen, aber... Nein! Tja. Ja, du hast ja noch Ersatzschiffe. Ja. Hier hat man alles auf Ersatz. Autos, Schiffe. Das ist richtig schönes Feuerwerk, wenn du stirbst. Der erste Run war so gut, weißt du. Mann! Ja. So viel zum Thema Weiterspielen. Ja. Die Hall of Fame. Sam. LED. Mrs. Oh, das ist neu gestartet. Verlassen und Steinchen. Das dritte Spiel darfst auf jeden Fall du spielen. Oh Gott. Egal, was das ist. Oh Gott. Oh je. Oh je, oh je. So, wie viele Punkte gibst du diesem Spiel? Eindeutig 10 von 10. Für die klasse Soundeffekte. Ah, wir hatten... Ja. Ach so, wir müssen 6 Spiele spielen. Das ist dir erst jetzt aufgefallen. Hey Batman, darf ich deine Maske anprobieren? Ja. Also okay. Wenn du das Spiel spielen willst, musst du auch schon die Station holen. Ja. Komm mal her. Y, ne? Ja. Nicht X, B. Das ist auch Batman da drauf. Super Sprint. Das klingt ja genau nach dem richtigen Spiel für mich. Ja. Ach du meine Güte. Guck mal, ob du bewegen kannst. Gewinne ein Rennen, um die Bronzemedaille zu gewinnen. Das kann jetzt dauern, meine das Freunde. Das sieht nach sehr viel LSD aus. Bewegen, bewegen, Pedal. Wow. Wenigstens ist das Spiel für dich angepasst. Halt die Klappe! So. Oh. Formel 1. Oh, eine Coin legst du mit Start ein. Okay. Was zur Hölle? Bist du grün? Ja, ich glaube schon. Also wir haben keinen Ton, das Spiel ist ein Spiel ohne Sound. Ah ne, du musst Start drücken. Achso, ich denke die ganze Zeit voll überzeugt. Okay. So, das war die Forsch. Oh, select the track. Very hard, hard. Medium, easy. Hätte ich mal besser nicht gesagt, ne? Und die Musik ist auch wunderschön. Ja. Welche nehmen wir denn mal? Such mal eine aus. Was? 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 Okay. Jetzt hast du eine genommen. Was? Okay, du bist rot. Die Steuerung ist invertiert, damit kann ich nicht spielen. So. Also die Drohne hat schon 100 Punkte. Ich kann nicht mit invertierter Steuerung spielen. Ich glaube, ich lasse dich alle gerade spielen. Ich glaube, du musst nach unten drücken, wenn du nach unten fahren willst. Nein, er fährt da hoch. Bist du tot? Ja. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ach nee, du liegst. Oh mein Gott. So, ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch das noch weiter anzuschauen. Und danach wechseln wir den Part. Ich sag schon mal bis zum nächsten Mal. Links für mich. Wir sehen uns dann. Weil du kriegst wenigstens immer mehr Punkte. Ich kann nicht mehr. Ich bin Sieger der Herzen. Ciao. Ciao. Das ist voll irritierend, ich versuche zu steuern. Falsch rum, falsch rum. Oh mein Gott. Du stehst da noch. Jetzt schaffst du es nicht mehr. Drück mal Start. Ich kann auch? Ja. Warum hast du nicht?
Ah, oh, ich kann auch. So, jetzt mal. Ah, so ist das. Hey! Feuerwerk! Ah, Mann. Hast du gesehen? Das war so gut. So, ich feiere doch nicht besser als du. So. Ich bin beruhigt. Ich bin gerade wirklich beruhigt. Ja, doch, ich habe schon mehr Punkte. Ja. Das erklärt jetzt, warum wir beide keinen Führerschein haben. Ja, boah, läuft bei mir. Ja, das ist nur kein Spiel, ne? Ja, was, läuft bei dir. Was ist das? Prepare to race. Press start. Ach, prepare. Ey, du Penner. Mach auf! Mist, ich hab genau die Tür wieder. War ja jetzt! Nein! Oh Mann, oh Mann. Wieso gehen die immer vor mir zu? Das Spiel ist parteiisch. Hör auf zu lachen. Entschuldigung. Was passiert hier? Der eine hat gewonnen. Press Start. First, ja. Nein, ich war so gut. So. Nein, jetzt mach doch nein. Wieso mach? Hallo, jetzt überholen die mich. Nein, nein. So, stopp, stopp. Hey, jetzt werde ich nervös. Oh, geh weg, geh weg. Ist meins. Ich sehe nichts. Oh ja, klar. Folgt den Rauchschwaden. So, weg da. Hier kommt der Gamer. Ah, nee, ach, Batman sitzt am Steuer. Oh mein Gott. Das erklärt alles. Ja. Deswegen hat der auch so ein geschütztes Batmobil, weil der sonst nicht fahren kann. Ah, da sind 150 Punkte. Das ist, und jetzt tauchen da 150 Punkte auf, wo du gerade da vorbeigefahren bist. Nein, 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 ja, so, ja, nein, ja, so, dadurch, das kann ich. Ah, Lap 2, nochmal 150 Punkte, hey, es läuft, das ist meine Strecke. Ja, so, sieht so aus. Kann sein, dass wir jetzt gleich Bronze haben. Haben wir das schon, oder? Nee. Nee. Oh, es ist auf, oh. So eine Scheiße, jetzt kriege ich gar nichts von beiden. Ah, Entschuldigung. Ich kann es auch nicht besser, aber es sieht einfach witzig aus. Ich kann es besser. Ich will die mal bei der Strecke sehen. Ah, da waren. Ha, ihr könnt mich mal. Wieso dürfen die nur weiterfahren? Ich sammle noch Punkte. Weil da oben steht Pressed Start, um überhaupt anzufangen. Das nee. Leuchtet zwischendurch doch. Nee, bei euch, nicht bei mir. Ja. Wow. Ja. Ich bin Japaner. Das haben wir jetzt nicht. Ah doch, das haben wir doch aufgenommen, das ist super. Ja, ja, ich habe das alles gelassen. Du Japaner. Ich bin Japaner.